Moin Moin, beginnen wir mit der Auswertung. Hier ist der erste Beleg. Wie dem Kopf dieses Papiers zu entnehmen ist, handelt es sich um einen Kontoauszug der VR Bank Nord für das Bankkonto der Viking IT Service LEG GmbH, Filiale Nibel. Als Belegart halten Sie also fest, Kontoauszug der Bank. Da Sie das Konto gestern eingerichtet haben, sind bisher noch keine Ein- oder Auszahlungen erfolgt. Daher ist der Anfangsbestand 0 Euro. Der Endbestand auf diesem Kontoauszug beträgt 50.000 Euro. Er kommt zustande, weil die Viking IT Service LEG GmbH Ihnen die in den Rahmendaten für die Filialgründung erwähnten 50.000 Euro als Budget überwiesen hat. Sie halten also als Geschäftsvorfall fest, Kapitaleinlage der Viking IT Service LEG GmbH in Höhe von 50.000 Euro. Was ist hier buchhalterisch geschehen? Das Bankkonto gehört zum Vermögen der Filiale, denn es befindet sich im Eigentum der Filiale. Das Bankkonto nimmt um 50.000 Euro zu. Damit liegt hier ein Wertezufluss vor. Die Einlage der Viking IT Service LEG GmbH stellt für die Filiale Schulden dar, denn bei Untergang der Filiale müssen die Einlagen an Paul Hansen zurückgezahlt werden. Unabhängig davon, zu welchem Termin die Rückzahlung erfolgt, werden Schulden bereits bei ihrer Entstehung aus Gründen der Sicherheit als zukünftiger Werteabfluss festgehalten. Also erfolgt ein Werteabfluss bei den Schulden in Form einer Kapitaleinlage in Höhe von 50.000 Euro. Was ist bei diesen Werteströmen buchhalterisch passiert? Stellen wir diesen Vorgang einmal grafisch dar. Das Vermögen der Filiale beträgt zunächst 0 Euro. Durch die Gutschrift auf dem Bankkonto haben Sie einen Wertezufluss zum Vermögen in Höhe von 50.000 Euro. Damit umfasst anschließend das Vermögen der Filiale 50.000 Euro und besteht ausschließlich in Form des Bankguthabens. Gleichzeitig haben Sie bei den Schulden durch die Einlage der Viking IT Service LEG GmbH einen Werteabfluss in Höhe von 50.000 Euro. Die Schulden betragen nunmehr 50.000 Euro. Fassen wir unsere wichtigen Erkenntnisse zusammen. Vermögen ist der Wert aller materiellen und immateriellen Güter, die sich im Eigentum unseres Unternehmens befinden. Schulden stellen die Finanzierung unseres Unternehmens dar. Schulden müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt zurückgezahlt werden. Daher werden sie bereits bei ihrer Entstehung als zukünftiger Werteabfluss festgehalten. Die Einlage des Kapitalgebers stellt für das Unternehmen Schulden dar, denn bei Untergang des Unternehmens müssen die Einlagen an den Kapitalgeber zurückgezahlt werden. Das war die Auswertung des ersten Belegs. Wenden wir uns dem nächsten Beleg zu.